Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Adam Wilczek. Heute geht es um die Frage, wo verdiene ich mehr mit Portable Plots? Offizielles Protokoll oder inoffizielles Protokoll? Ich werde euch einfach das am Habu zeigen. Denn das ist so das einfachste Beispiel, wo man zeigen kann, wie viel weniger Chia ihr erhält im Habu. Und wie mache ich das einfach? Ich führe das an meinem Beispiel vor. Ich habe jetzt 1000... Also gestern gehabt 1168 Plots um 0 Uhr. Heute habe ich, können wir mal schauen, 1780 Plots. Ja, wahrscheinlich bis 0 Uhr werde ich noch ein paar dazu bekommen. Also ich mache so 120, 140 Plots am Tag. So. Und jetzt bin ich einfach hergegangen und habe Folgendes gemacht. Okay, was ist denn, wenn ich diese Plots mal eingebe in den Chia-Calculator für den normalen Calculator? Ja. Oder den Harpool-Kalkulator. Im Harpool-Kalkulator erhalte ich 0,339 Chia. Im Chia-Kalkulator erhalte ich am Tag, Daily Chia, 0,466 Chia. Okay, das ist schon eine krasse Differenz. Wenn ihr die zwei Zahlen gegeneinander dividiert, dann erhaltet ihr 0,746. Runden wir es auf 0,75 auf, dann sind es 25% weniger Chia am Tag im Harpool. Ja? Das heißt, jeden Tag verdient ihr 25% weniger als ich. Und da schreiben mir Leute, ich plotte meine Plots nicht um im Harpool. Sag mal, seid ihr... Wir rechnen mal nach, wann sich der Break-Even-Point lohnt. Ja? Wann genau kommt ihr auf Null? Jetzt müssen wir erstmal hergehen, vielleicht die ersten Leute werden jetzt sagen, okay, wieso rechnest du mit Chia, wir rechnen mit Dollar. Naja, gestern war der Dollarpreis anders als heute, also sprich der Chia-Coin hat einen höheren Wert oder einen niedrigeren Wert, das kann man schlecht vergleichen, aber wie viel Chia ich erhalte, kann ich schon vergleichen. So, und jetzt machen wir einfach Folgendes, ich ziehe die Werte voneinander ab, also 0,0339 minus 0,0454. Woher kommt diese Zahl? Diese Zahl kommt aus meinen Coin, ja. Gestern habe ich 0,05454, ich kann schon nicht mehr reden, erhalten, ja. Und es waren 8 Dollar, ja. Im anderen Pool werden es jetzt, das da was ich bekommen. Ich bin nicht im Hardpool drin und habe keine 1668 Plots da drin, also von denen her kann ich nicht vergleichen. Aber ich kann den Kalkulator nehmen und der Chia-Kalkulator sagt mir, ich kriege am Tag das da und erhalten habe ich das da, also es kommt ungefähr hin, ja. So, jetzt vorausgesetzt, ich muss selber überlegen, ich mache 140 Plots am Tag, das heißt, morgens hatte ich weniger Plots, also hatte ich die 140 Plots weniger, über den Tag verteilt hatte ich 140 Plots, am Ende des Tages, 0 Uhr, hatte ich die 140 Plots mehr. Das heißt, dieser Zahlenwert hier ist eigentlich kleiner, ja, als ich wirklich hatte. Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. So, und jetzt gehen wir mal her und rechnen aus, wie viel Chia das ist, also wenn ich das Ganze ausrechne an meinem Beispiel, dann heißt es, jeden Tag habe ich 0,0115 Chia weniger. Jeden Tag mit 1168 Plots. So, und jetzt können wir das Ganze ja mal kalkulieren und sagen, okay, dass wir da so ein bisschen Referenz haben. Ich nehme jetzt einfach mal den aktuellen Chia-Preis. Der aktuelle Chia-Preis ist, Moment, Chia-Coin-Preis, Chia-Coin-Preis. Damit wir in Euro sind, schauen wir uns mal hier an. Und aktueller Preis in Euro sind 154 Euro. Also multipliziere ich das da hier mal 154 Euro. Ja? Sind 1,77 Euro am Tag, was ich mehr verdiene, wenn ich nicht im Harpool bin, wenn ich mit offiziellen Plots arbeite. So, und jetzt nehmen wir mal an, ich nehme meine Plots und wäre im Harpool. Und wie lange würde es dauern, bis ich meine Plots vom Harpool umswitchen würde? Oder sprich, wie viel kostet mich das geldtechnisch, diese Plots umzuswitchen? Und ich habe da ja euch vor ein paar Tagen den Video gezeigt mit der Tabelle hier. Und da habe ich das da hier aufgeführt. Und nochmal zurückzuverfolgen, die Stromkosten für 147 Plots bei einer 16 Terabyte Festplatte kosten mich 6,61 Euro und ein paar zerquetschte. Und der Verschleiß an der SSD sind 16,53 Euro. Ich gehe davon aus, wenn ihr so viele Plots macht, habt ihr eine RAM-Disk, ja? Und arbeitet nicht auf NVMe-Festplatten oder was auch immer. So, das heißt,
hier an der Stelle, die Summe der beiden, also sprich, das kann man schon mal reinschreiben, ist das da plus das da, ja. Also 23,15 € kostet mich 147 Plots zu machen. Jetzt nehmen wir nochmal einen Rechner her und sagen, wir haben 1668 Plots geteilt durch die 147 Plots, die wir da haben. Das heißt, es wären 11,34 Festplatten, die ich brichte dafür. Wir wissen, dass 3,4, also diese Zahl gibt es nicht, aber das ist nur einfach ein Dingswert und also ein Faktor. Und den multiplizieren wir mit unseren 23,15 €. Und dann erhalten wir, wie viel uns das Ganze kosten würde. Die Plots für 1168 Plots zu erstellen auf 16 Terabyte Festplatten. Klar, ich weiß, die 0,34 könnt ihr nicht, ist ja keine ganze Festplatte, müsst ihr eine Festplatte mehr machen, aber im Prinzip geht es nur darum, jetzt hier erstmal zu wissen, ihr habt ja die Festplatten da, ihr müsstet das nur umplotten, wie viel würde es euch kosten? Und das Umplotten würde euch 262 € kosten. Okay. Und jetzt machen wir den letzten Rechner auf und sagen, 262,68 € geteilt durch. Was hat uns nochmal, was mache ich noch am Tag Differenz an Gewinn? Also ich, wenn ich im anderen Pool bin mit meinen 1068 Plots, das teilen wir durch die 1,771. In 148 Tagen, ja, ups, Entschuldigung, jetzt habe ich es weggemacht. In 148 Tagen wäre ich an der Stelle auf dem Break-Even-Point. Also nach 148 Tagen tue ich jeden Tag 25% mehr Gewinn machen. So, wenn ich mich verrechnet habe, könnt ihr mich gerne korrigieren, ja, aber wenn jemand behauptet, im H-Pool zu bleiben, lohnt sich. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung, was es für einen Vorteil hat. Wenn ihr 25% weniger Einnahmen habt und aufgepasst, ihr habt sogar mehr weniger als das, weil das ist die rein theoretische Rechnung, aber da kommt noch was dazu. Ich glaube nicht, dass die Fee hier mitberechnet ist und die Fee ist nochmal 1% mehr. Ja, das heißt, wenn ihr mal auf die Mining Stats geht, Spacepool ist schon auf Platz 3. Nice, vielleicht heute Nacht wird es schon sogar, auf Platz 4 wird es heute Nacht auf 3 sein. Das ist ja mega gut. Und an der Stelle, ja, kommt hier noch 1% Fee dazu. Das heißt, ihr zahlt statt 25% 26%. Aktuell im Spacepool sind es 0%, ja, und in anderen Pools ist auch 0%, hier auch 0%, wobei aufgepasst, ja. Ihr seht, der Pool hier, der H-Pool hat hier Timeout gehabt, da war ein Problem. Und man sieht, welche Pools dazugehören. Der gehört dazu, ja, der IH-Pool, und dann der gehört auch dazu. Und man kann sich das mal durchziehen, ja, diese Linie. Ich hoffe, ihr habt verstanden, dass ihr wesentlich weniger verdient im H-Pool, zumindest falls ich mich nicht verrechnet habe. Kann natürlich sein, dass ich mich irre. Ihr könnt mich auch gerne korrigieren. Und 25% weniger zu verdienen ist schon ein Unterschied. Das Problem ist ja, die meisten Leute sind nicht drauf aus, nur 150 Tage bei Chia zu bleiben. Zumindest hoffe ich das, weil sonst habt ihr einen generellen Denkfehler gemacht für Chia. Man muss an der Stelle eher auf Jahre rechnen. 3, 4, 8 Jahre, sowas in der Richtung. Das ist eher ein Horizont, was Sinn macht. Und dann macht 25% jedes Jahr, jeden Tag eigentlich, plus die Zinseszins, die ihr rechnet, habt ihr so einen Verlust, den im Vergleich zum offiziellen Pool, wo ich nicht verstehen kann, wo ich heute nicht verstehen kann, wie man noch sagen kann, der H-Pool, ich plotte meine Plots nicht um. Schreibt es mir unten rein, würde mich interessieren. Und damit schließe ich für heute ab. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mir natürlich eure Kommentare da. Auf die freue ich mich. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.